kaputter Fernseher, alte Ladekabel oder auch Handys, die wir einfach nicht mehr benutzen, die können ganz schön vielen Schulklassen hier bei uns im Kreis jetzt gerade helfen. Und Franzis von der 5C, der Canisius-Schule in Ahaus, ist eine von vielen Schülerinnen, die mit ihrer Klasse beim E-Waste Race mitmachen. Das ist so ein Rennen, bei dem die Klassen so viel Elektroschrott sammeln müssen wie möglich, um den natürlich zu recyceln und im besten Fall einen Tag im Planetarium zu gewinnen. Franzis, eine Woche ist bei dem Projekt jetzt bald schon rum. Wie läuft's bei euch? Ja, das lief bisher sehr gut, finde ich. Und wir haben auch schon viel gesammelt. Aber wir sind trotzdem nicht auf dem ersten Platz, aber auch wir sind auf dem dritten Platz. Aber das finde ich auch schon sehr gut. Ja, und auch da habt ihr ja Chance, ein Geldgeschenk fürs Mitmachen zu bekommen. Aber dann dreht sich ja wahrscheinlich gerade bei euch in der Klasse alles irgendwie um diesen E-Race-Race. Oder wie sieht es aus? Also wir haben auch wohl noch andere Sachen im Kopf, aber wir haben auch viel im Kopf über den E-Race-Race. Und in vielen Pausen machen auch die Teamleiter Fotos von so Sachen, die bei uns in der Elektroschrottkiste liegen. Unsere Klasse 5C stellt sich dem E-Waste Race. Sich gemeinsam einer Sache stellen, für Nachhaltigkeit engagieren, sich einem Wettbewerb aussetzen, sich als Team fühlen, Selbstwirksamkeit erfahren, indem man etwas erreicht, andere motivieren, mitzumachen, Öffentlichkeitsarbeit betreiben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich denke, da steckt eine Menge Einsatz, eine Menge Engagement drin und das ist für unsere Schule einfach richtig klasse und ich freue mich sehr darüber, dass die Klasse 5C da mitmacht.